Leute, was geht? Ich bin's, eure Becky, und ich bin am Start mit einem neuen Video für euch. Wer von euch ist alles klein? Jetzt mal ganz im Ernst, ich bin auf jeden Fall klein. Ich bin nur 1,62, das wissen wahrscheinlich einige von euch, aber ich denke mal auch viele nicht, keine Ahnung. Ich habe es auf jeden Fall ab und an schon mal erwähnt, ich bin nicht so groß, aber ich finde das überhaupt nicht schlimm. Aber es gibt Dinge, die kennen nur kleine Menschen. Und ich habe dazu was gefunden und ich dachte mir, es wäre mal ganz lustig, das anzuschauen und mal zu gucken, was davon so stimmt, was einem vielleicht bekannt vorkommt. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, was euch davon bekannt vorkommen sollte, und ich würde sagen, wir labern nicht so viel und fangen direkt damit an. Busch. Ja, es fängt schon mal sehr gut an. Wer kennt das nicht? Alle, die von euch klein sind, kennen das. 100 Pro. Vielleicht auch einige größere. Hängt davon ab, wie hoch die Decken sind und dementsprechend die Schränke hängen. Aber normalerweise klettert man wirklich immer. Ja, total seltsam auf irgendwie die Spüle. Und von dort aus versucht man dann ans Regal zu kommen. Ist wirklich immer so. Mach ich auch immer. Aber genau so sieht das einfach aus. Allein schon, wenn ich das sehe, ne? Ich krieg Aggression, Leute. Ich werde so richtig aggro bei sowas. Ich hasse es wie die Pest. Ihr geht auf ein Konzert, ihr wollt gerne den Sänger sehen, ja? Es ist schon meist schwer genug, weil du, keine Ahnung, in Timbuktu irgendwo sitzt. Aber ja, hast du mal einen Stehplatz, passiert das. Du siehst nichts. Oder auch das. Es ist wirklich immer so. Ihr hält irgendwie so, zum Beispiel auch ganz, ganz oft ist das so bei Onesies, ja, an euch ran. Und das ist einfach mal XXL, obwohl da steht XS oder XXS. Das ist niemals für euch bestimmt, im Ernst. Weil ihr geht das ja noch einigermaßen, obwohl ihr Kopf ist halt bedeckt. Aber normalerweise passiert das, plus ist es unten noch total lang, so ein ganzer Meter, der noch so runterhängt. Ja, oder du bist bei einem Freund zu Besuch, die haben so einen separaten Klorollenhalter. Und du kommst einfach nicht ran. Ist scheiße gelaufen. Oh mein Gott, der Junge tut mir so leid. Oh, das ist so ätzend, ne? Wenn deine Eltern einen hohen Kühlschrank haben und dann da drauf noch die Mikrowelle, ne? Guck mal, du siehst nichts. Da brauchst du einen Hocker für. Ja, das meinte ich, Leute, wenn Klamotten nicht vernünftig passen. Vor allem müssen ganz, ganz oft kleinere halt immer die Hosen kürzen lassen. Wirklich immer. Aber dann sieht das meist gar nicht mehr von der Passform so gut aus. Weil die Knie sind dann bei dir bei den Knöcheln oder so. Oder wenn so die beste Freundin hinhalten muss. Aber wer macht das schon nicht mit seiner besten Freundin? Das sind wirklich Friendship Goals, ja, wenn du das da machst. Die hat wenigstens Verständnis dafür, wenn man klein ist. Wenn irgendwas oben im Regal ist, ich kenne das zu gut. Du möchtest da gerne ran, aber es liegt aber zwischen dir und dem, was du gerade essen möchtest, einfach noch ein gefühlter Meter. Ich fühle mit ihr. Da scheint jemand sehr begeistert zu sein. Aber jeder kleine Mensch, ja, hat mindestens einen so einen Freund, der das schon mal mit euch gemacht hat. Wirklich. Es ist wirklich so. Das scheint so ein weltweites Ding zu sein, was alle gemeinsam haben. Das macht man immer mit kleinen Menschen. Ich weiß nicht warum, aber ist wirklich so. Oder wenn du so klein bist, dass du es umkrempelst. Statt zu kürzen, krempelst du deine Hose einfach immer um. Wer kennt das auch von euch? Ich kenne das. Habe ich schon so oft gemacht. Mache ich eigentlich immer noch, ab und an. Oder so sehen die Bilder mit deiner besten Freundin aus. Oh mein Gott, ich kenne das auch so gut, ey. Oh, das linke ist aber irgendwie auch total süß, ne? Muss man schon sagen. Wow. Ich würde mal sagen, da sieht man sehr viel davon, von dem Spiegel-Selfie. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Aber wenn der Spiegel einfach zu hoch hängt. Du kannst darin als kleiner Mensch dich gar nicht drin sehen. Ist mir sowieso ein Rätsel, warum solche Spiegel überhaupt super hoch hängen. Das ist genauso wie wenn eine Toilette total hoch ist. Ich krieg da die Krise. Oh mein Gott, wie süß ist das denn? Wer von euch kennt das? Alle von euch, die vielleicht einen Freund haben und relativ klein sind. Welches von den drei Bildern seid ihr? Und Bild Nummer drei. Oh, ich finde das so süß, ne? Das ist so, so süß. Ich liebe das. Wenn du einfach jemanden umarmen möchtest, so sieht es dann aus. Du gehst jemanden einfach nur bis hier. Wenn du dich an jemanden so dranhängst, wie so ein kleiner Teddy oder so. Das ist irgendwie voll süß. Passiert das auch etwas größeren von euch? Ich weiß es nicht, aber mir passiert es ständig. Ständig, Leute. Sommer, richtig schlimm. Ich weiß sogar, dass ich mich einmal wegen sowas auf die Fresse gelegt habe, Leute. Ich bin losgerannt, ich wollte doch was holen und irgendwie bin ich mit dem Ärmel an der Türklinke hängen geblieben und da bin ich halt voll nach hinten gefallen und habe mich voll auf den Arsch gesetzt. Oh, es tat so weh und ich hasse es einfach. Man bleibt überall hängen mit dem Ärmel und so. Es ist wirklich immer so. Das ist das Schlimmste ever. Ja, oder du hast den Pullover von deinem Freund an und er ist einfach nicht
süß, oversized, sondern einfach mal, keine Ahnung, ein XXL-Kleid, das dir fast bis zu den Knien geht. Leute, das bin ich im Ikea, ohne Scheiß. Oh mein Gott, wer von euch ist genauso im Ikea? Ehrlich, ich verschwinde fast im Regal. Das passiert natürlich auch immer, deine großen Freunde müssen hinhalten. Wenn du Glück hast und du größere Freunde auch mit hast auf Konzerten, dann kannst du das natürlich machen, ne? Da hast du auch nicht das Problem mit der Sicht und so. Tolle Sicht, dass die Person überhaupt Auto fahren darf. Oh mein Gott, ich hätte so Angst. Die scheinen auch noch irgendwie... Nee, ist eine normale Straße, aber trotzdem viel los. Alter, ich hätte so eine Panik, wenn ich so Auto fahren müsste. Das kenne ich auch zu gut. Oh, ich hasse das. Und es sieht so komisch aus und dann kommen Leute auch an und sagen so, brauchst du irgendwie Hilfe? Und du sagst so, nein, das kann ich auch alleine. Weil du brauchst nicht manchmal Hilfe, auch egal wie bescheuert das aussieht. Irgendwo macht es auch Spaß. Jetzt mal ganz im Ernst. Ich mag das irgendwie, auf Gegenstände raufzuklettern und halb in die Waschmaschine zu fallen. Ich kann doch gleich ein Bild von sich alleine machen. Alter, sie ist doch nur so ein bisschen drauf. Du erkennst fast gar nichts. Das ist bei meiner besten Freundin so. Sie hat irgendwie zwischen 35 und 36, aber in den meisten Fällen hat sie 35. Dann musst du das meistens irgendwie im Internet bestellen. Ist halt doof, ne? Vor allem, wenn du irgendwelche besonderen Schuhe haben möchtest, dann bist du ein bisschen gearscht. Aber ich habe das zum Glück nicht. Ich habe 38. Ich liebe es auch, wenn irgendwie die Dusche eigentlich gemacht ist nur für große Menschen. Da hat mal jemand mitgedacht. Die kommt einfach nicht da oben ran. Das ist so hart. Alle, die zu klein sind, kennen das. Es ist wirklich immer so. Dieser Sonnenschutz bringt meist gar nichts. Trotzdem kriegst du die volle Sonne in deine Fresse. Ich finde das richtig Hammer. Nervig. Ja, das kannst du natürlich auch im Supermarkt machen. Ich mache das immer beim Kühlschrank, damit ich hinten irgendwo rankomme und oben ran. Bei den Regalen weiß ich nicht, ob ich mich das hier in Deutschland trauen würde. Ich hätte Angst, dass das Ganze irgendwie zusammenbricht oder irgendwie umfällt und dann kriegst du sau Ärger, oder? Du kaufst dir eine Leggings, wo schön was draufsteht und es wird einfach mal quasi abgekürzt, weil deine Beine zu kurz sind und sich das unten staut. Ich finde das so ätzend. Da versucht man irgendwas noch zu retten, dann zieht man das so hoch. Und dann hast du meist andere Probleme und es sieht einfach scheiße aus. Nein, das funktioniert genauso wenig. Kennt ihr das? Wenn ihr mit dem Auto fährt und nur weil ihr klein seid und schmaler, werdet ihr direkt nach hinten verpflanzt, in die letzte Ecke, weil euch kann man ja noch in die Ecke stopfen. Zum Beispiel jetzt auch in den Ferien, ne? Ich kann mir das so gut vorstellen. Es ist immer so nervig. Ich hasse es, so hinten eingequetscht zu sitzen. Aber die denken, die können dich zumüllen. Die denken, die können dich da irgendwie zwischen die Koffer packen noch, weil du so klein, quadratisch, praktisch gut bist. Toll. Und die vorne, ne, die können sich hier hinchillen und gönnen, ne? Du als kleiner Mensch bist da echt gearscht. Du willst in irgendeine Achterbahn oder so oder in ein anderes Fahrgeschäft und du prüfst dann nochmal sicherheitshalber lieber nach, ob das auch passt mit deiner Größe. Ob du da rein darfst. Ja. Ist immer so ein Problem. Es ist wirklich so. Du willst dich fertig machen und du willst dich vernünftig im Spiegel angucken. Vor allem, wenn du im Hotel bist und so. Du musst da raufklettern. Einfach mal das Waschbecken ausstopfen mit Handtüchern. Und dann dich dahin hocken und dich fertig machen. Normal. Wenn du dir einen Mantel kaufen willst und der sieht einfach mal aus wie ein Kleid. Oh, das ist so schlimm. Wie so ein Maxi-Kleid. Oh mein Gott. Dieser Moment, wenn du bemerkst, dass das Shirt eigentlich ein Crop-Top für größere Menschen sein sollte. Und bei dir ist es einfach ein normales T-Shirt. Boah, das finde ich auch so richtig nervig und schlimm. Da kriegt man schon Aggression. Ihr versucht irgendwo oben auf den Schrank ranzukommen, an irgendeine Packung. Und ihr gebt euch so viel Mühe, das irgendwie runterzunehmen. Und es funktioniert einfach nicht. Und stattdessen geht es immer weiter nach hinten. Das ist so Horror, es regt so richtig heftig auf. Ich denke mal, das kennt auch jeder, der kleiner ist. Man setzt sich auf den Stuhl oder auf die Toilette und du kannst eigentlich noch mit deinen Füßen so in der Luft wackeln. Ja, ist wirklich so. Ey, sie kann auch wenigstens ein bisschen froh sein, dass sie da einigermaßen rankommt. Normalerweise kommst du da nicht einfach so ran. Das ist wirklich schlimm und super nervig. Das ist mit auch einer der Gründe, warum ich mir einige Teile nicht hole. Ich bin zu faul, um Mitarbeiter zu fragen. Und dann gebe ich es auch einfach auf, ne? Wenn ich da nicht großartig rankomme, dann lasse ich es einfach. Wow, das Kleid wird dir auf jeden Fall passen.
Und am Ende landet man sowieso wieder in der Kinderabteilung und kauft sich Größe 148, 152. Das hat meine Freundin noch nie für mich getan. Aber jetzt mal ganz im Ernst. Habt ihr eine Freundin, die das mal für euch gemacht hat? Das ist eine beste Freundin. Ist es wirklich so? Wenn sie sogar euch hochhebt, ja, damit ihr oben rankommt. Aber so erspart ihr euch halt einen Mitarbeiter zu fragen. Ne? So Leute, das war's auch schon. Ich hoffe, euch hat es wieder mal gefallen. Schreibt mir auf jeden Fall unbedingt in die Kommentare, was euch bekannt vorkommt, wenn ihr kleiner seid. Und wie groß ihr eigentlich seid. Das würde mich mal super interessieren. Schreibt es mir auf jeden Fall, wenn ihr bis hierhin gekommen seid. Und ich würde sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und ich habe euch so, so doll lieb. Bye!